Ich war in Kiel, da waren, ich weiß gar nicht mehr, wie viele waren, vielleicht 2000. Ich habe langsam den Überblick verloren. Aber eins kann ich dir sagen, das sind sehr anständige, sehr interessierte Menschen aus ganz verschiedenen Parteien. Die wählen ganz verschiedene Parteien. Man kann nicht sagen, die wählen die oder die Partei. Ja? Einige wählen die Grünen, die anderen wählen die AfD, die einen wählen die SPD, die anderen wählen die Tierschutzpartei, einige sind FDP-Wähler, andere sind CDU-Wähler, einige sind Nicht-Wähler, einige sind Deutsche, andere sind Secondos, Türken, Italiener. Andere sind Flüchtlinge aus Afghanistan, ein Teil sind Frauen, ein Teil sind Männer. Genau. Einige sind 70, andere sind 15. Was wollt ihr jetzt sagen, das sind alles Nazis? Was zumal, ist das für eine Analyse? Zumal, wenn jetzt, sage ich mal, bei dir, wie du sagst, 5% der Leute AfD wählen, ja, dann nach diesem, wenn man das kritisieren würde, dann müsste ja auch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ein Konzern wie, sagen wir mal, Shell oder Aral oder Edeka, wie auch immer, sagen, also alle, die AfD wählen, dürfen hier nicht tanken. Ja, also ist und ja das eh ist verrückt. Ja, es ist doch eine also demokratisch zugelassene Partei. Ja? Die Linke, die AfD, die CDU, die darf man ja wählen. Ganz, na, aber davon mal ganz abgesehen, das ist also das halt. Ich das im Übrigen dann, bin parteilos. Ich bin parteilos. Ich Wo ist ich das auch. Problem? Das gilt dann aber eben nur für dich, aber nicht für die. Aber das ist dieses Bevormundende und das lehne ich eben strikt ab. Also mein Anliegen, auch mit den Vorträgen und mit den Büchern und mit den Videos, ist immer, die Menschen zu stärken. Und das ist auch schön, dass wir es hier so direkt ansprechen können, weil ich bin wirklich der Meinung, man darf sich nicht durch Diffamierung einschüchtern lassen. Ja? Und ich möchte mit meinem Beispiel zeigen, schaut her, ich werde diffamiert. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Ich könnte ja sagen, jetzt mache ich keinen Vortrag mehr. Doch, noch einen. Das erinnert mich damit kommen wir zum Schluss des Gesprächs, aber das erinnert mich an unser Kennenlernen damals vor 6 Jahren in Hamburg. Ich hatte dir eine Mail geschrieben, ich hatte damals einen Blog gegründet, 100 Monkeys. Und wollte gerne ein Interview mit dir haben. Du hast mir dann zurückgeschrieben, ja, klappt, ich bin in Hamburg und dann haben wir uns verabredet. Und dann habe ich dich abgeholt mit dem Auto am Hotel, dann bist du bei mir eingestiegen, hast gesagt, also total verrückt, dass ich hier bei so einem Wildfremden einsteige. Aber ihre Mail, hast du damals gesagt, ja, die hat mich irgendwie berührt und das passt. Und ich bin ein Mensch, der Vertrauen hat grundsätzlich. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was, also so wie ich dich wahrnehme, du bist einfach in deiner Intuition und vielleicht aber dennoch mal für all die, die das jetzt sehen, was ist da die Stärkung neben der Achtsamkeit? Was macht dich zu einem Menschen, der einfach sein Bauchgefühl über den Verstand setzt? Also ich bin einfach davon überzeugt, dass der Mensch eigentlich ein gutes Wesen ist. Ja, das ist meine Grundhaltung. Ich habe wirklich sehr viele Kriege untersucht. Ich habe Hiroshima angeschaut, Vietnam, Pol Pot. Ich habe den Irakkrieg, Giftgas. Ich habe Kriegslügen angeschaut. Ich habe NATO-Geheimarmeen. Ich habe schon auch die dunkle Seite angeschaut. Mhm. Aber mir ist dann aufgefallen, dass die Menschen, wenn man sie in Ruhe lässt, ja, sind sie sehr liebenswürdig. Ja, die wollen eigentlich nicht jemanden umbringen, sondern die wollen eher mehr Ferien, ja, oder vielleicht eine Gehaltserhöhung, ja, oder sich verlieben, ja, oder ein gutes Essen. Das ist das, was sie wollen. Sie sagen nicht, ich würde gerne noch Landminen verbuddeln, sondern diese Gewalthandlungen, die natürlich auch da sind, die entstehen eigentlich oft durch Manipulation. Und diese Manipulation im Irakkrieg war zum Beispiel, Saddam Hussein hat ABC-Waffen, ja, hat er gar nicht. Das heißt, diese Manipulation über die Medien hat sehr viel Schaden erzeugt. Und das hat bei vielen Menschen so diese Haltung vielleicht erzeugt, dass man die Probleme mit Gewalt lösen muss. Es ist aber nicht so. Und dann muss man wirklich die Eltern fragen, ob sie das ihren Kindern so weitergeben. Dann sagen alle Eltern nein. Nein. Dann muss man die Lehrer fragen, sagen, gebt ihr das, also den Schülern so weiter, wenn es ein Problem gibt, dann mit Gewalt? Nein. Ja, aber warum soll man den Politikern glauben, wenn die sagen, es gibt ein großes Problem, dann müssen wir halt den Atomkrieg riskieren? Da sage ich, was ist das für eine Analyse? Sollten wir eben nicht. Wir sollten zusammen sprechen, weil jede Seite sieht den Konflikt unterschiedlich. Und dieses tiefe Vertrauen, dass der Mensch eigentlich einen guten Kern hat, ja, das ist sicher etwas, was mich stärkt. Also ich sehe das dann auch bei T-Online, denke ich, der das geschrieben hat und mich diffamiert, also was auch immer, Verschwörungstheoretiker oder Putin-Versteher oder Corona-Leugner hat man mir auch vorgeschworen, nur weil ich nicht geimpft, also ich habe alle Diffamierungen durch. Ich sehe sogar in dem einen guten Kern und denke, er hat vermutlich im Moment gerade keinen Zugang zu seinem guten Kern.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.